Hallo! Ich bin der kleine Gangster. Ich bin der kleine Gangster. Ich hab keinen Bock. Auf die Schule hab ich keinen Bock. In der ersten Stunde haben wir Montagmorgen Mathe. Der Lehrer kommt herein mit einer Morgenlatte. Ein Mädchen aus meiner Klasse kriegt einen Schreck. Ich klick hinein und schon ist die Beule weg. Ha. In der zweiten haben wir Religion bei Frau Müller. In der rechten Hand halte ich auf meinen Füller. Als sie mich fragt, ob ich an Gott glaube, stech ich ihr mit meinem Füller in ihr Auge. Danach freu ich mich auf Erdkunde in der dritten. Bei der Referendarin mit den überdicken Titten. Neulich wär die Arme fast in Ohnmacht gekippt. Ich hab laut gefordert, dass sie endlich für mich tippt. In der vierten Stunde hab ich heute frei. Denn letzte Woche nervte ich den Lehrer mit Geschrei. Der Wichser fackelte nicht lang und warf mich raus. Mein großer Bruder fing ihn ab vor seinem Haus. Mein Stift, mein Füller, mein Spitzer, mein Radierer, mein Heft, mein Buch, mein Block. Ich bin klein und in der Schule, wenn ich meine Texte spule, kriegt meine Lehrerin einen Schock. Mein Stift, mein Füller, mein Spitzer, mein Radierer, mein Heft, mein Buch, mein Block. Ich bin klein und in der Schule, da bin ich der Allercoolste und schau meiner Lehrerin unter Rock. Ich bin der kleine Gangster. Ich bin der kleine Gangster. Oh. In der fünften heißt es Dauerlauf, denn ich hab Sport. Doch anstatt in den Wald zu rennen, renn ich lieber fort. Ich entschließe mich, eine Shoppingtour zu machen. In der Umkleidekabine gibt es immer schöne Sachen. Der Streber aus der Klasse ahnt was und geht petzen. Bei meinem Bio-Lehrer, den ich heute hab in der letzten. Und anstatt mir zu erklären, wie man fickt, werd ich von ihm mal wieder zum Direktor geschickt. Oh. Er glaubt im Ernst daran, dass der Arsch mich bändigt. Doch ich kenn sein Gelaber bereits in- und auswendig. Mit peinlich strengen Augen schaut er mich an und sagt: Hör mir mal gut zu, mein kleiner Mann. Von deinen Taten sind wir alle hier schockiert. Du bist bloß frech und bist zum Lernen nicht motiviert. Ein Lehrer braucht dank dir zum Laufen schon einen Stock. Und außer Tubach steht noch nichts auf deinem Block. Mein Stift, mein Füller, mein Spitzer, mein Radierer, mein Heft, mein Buch, mein Block. Ich bin klein und in der Schule, wenn ich meine Texte spule, kriegt meine Lehrerin einen Schock. Mein Stift, mein Füller, mein Spitzer, mein Radierer, mein Heft, mein Buch, mein Block. Ich bin klein und in der Schule, da bin ich der Allercoolste und schau meiner Lehrerin unter Rock. Wenn Pause ist, kommen alle rausgerannt. Hier auf dem Schulhof bin ich überall bekannt. Viele halten Abstand und es wird meist nur getuschelt. Nur Benny aus der ersten kommt und gibt mir brav mein Schutzgeld. Ich steh zu Kai, der ganz versteckt an der Wand steht. Er hat mir gezeigt, wie man am besten einen Blunt dreht. Gemeinsam haben wir schon so manchen Arsch versohlt. Er ist in der achten und hat zweimal wiederholt. Wenn ich Mädels will, hab ich viele Möglichkeiten. Ich werde täglich angemacht von Girls aus der zweiten. Sie tragen alle wunderschön geflochtene Zöpfe. Doch ich schick sie weg, denn sie haben noch keine Möpse. Die Blonde aus der siebten ist schon in der Pubertät. Doch bei ihr komm ich leider schon zu spät. Es ist klar, dass ich darüber nicht erfreut bin. Der Kerl ist 31 und sie seine erste Freundin. Wenn es klingelt, gehen alle fröhlich rein und machen mit dem Unterricht in Klasse 1 bis 9. Ich bin in der dritten und hab keinen Bock. Drum schreibe ich heute wieder nichts auf meinen Block. Mein Stift, mein Füller, mein Spitzer, mein Radierer, mein Heft, mein Buch, mein Block. Ich bin klein und in der Schule, wenn ich meine Texte spule, kriegt meine Lehrerin einen Schock. Mein Stift, mein